Von Camembert bis Parmesan, die Vielfalt an veganem Käseersatz ist so groß wie nie. Doch wie schneiden die pflanzlichen Alternativen im Vergleich mit dem Original ab? In Sachen Klimabilanz sind die Produkte ein Gewinn für den Speiseplan, so das Fazit einer Untersuchung der Verbraucherzentrale Hamburg. Ernährungspsychologisch seien die pflanzlichen Alternativen allerdings nicht so wertvoll wie Käse. Statt aus Milch bestehen vegane Käseersatzprodukte vor allem aus Wasser, Kokosöl oder Fett, sowie Stärke. Einige enthalten zudem Nüsse, Hülsenfrüchte, Gemüse oder Reis. Außerdem seien sie oftmals aromatisiert. Die Anzahl der Zusatzstoffe sei im Durchschnitt aber dennoch gering. Das Problem: Die Ersatzprodukte enthalten kaum Kalzium und in der Regel nur wenig Protein. Normaler Käse enthält demnach durchschnittlich etwa 18% Protein, bei pflanzlichen Alternativen sind es lediglich 2%. Durchweg hoch sei außerdem der Salzgehalt, teilweise noch höher als bei herkömmlichem Käse. Zudem ließen sich geschmacklich zum Teil recht große Unterschiede feststellen. Manche Produkte schmeckten eher säuerlich und künstlich, andere sind kaum vom Original zu unterscheiden. Preislich lagen die pflanzlichen Alternativen der Stichprobe stets über günstigen, No-Name-Käseprodukten derselben Kategorie. Allerdings sind sie häufig günstiger als Markenkäse. Laut der Verbraucherzentrale Hamburg haben die pflanzlichen Produkte noch dazu eine deutlich bessere Klimabilanz, da die Herstellung von normalem Käse sehr ressourcenintensiv ist. In der Stichprobe wurden insgesamt 17 vegane Käseprodukte unter die Lupe genommen.